1, 2. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Georg, ich komme nicht zum Einkaufen. Kannst du bitte den Wein besorgen für heute Abend? Reicht nicht auch Wasser? Nö, mir nicht. Was gibt's denn? Filet im Blätterteig. Mm. Ich muss jetzt Schluss machen. Bis später. Sie kochen heute Abend. Soll ich was mitbringen? Schon mal was vom Privatleben gehört, Overbeck? Na, haben Sie Ihr Fernglas vergessen? Die Leiche hat keine Papiere bei sich. Lag wohl auch schon längere Zeit im Wasser. In den Taschen waren Steine, um sie unten zu halten. Bis dieser Mann sie heute an Land gezogen hat. Ja, das war ich. Könnte ich meine Angel jetzt wieder haben? Nee, die muss erst mal ganz genau spurentechnisch analysiert werden. Also, wie ich sehe, haben Sie den Laden hier im Griff. Ich erwarte Ihren Bericht zeitnah, Overbeck. Ja, wenn ich da heute noch zu komme. Ich habe schließlich auch ein Privatleben. Tatsächlich? Du bist doch die aus dem Fernsehen, oder? Ja. Können wir mal? Klar. Oh, scheiße, das war nichts. Komm noch mal. Oh, ey, du dumme Schlampe! Lass mich los! Lass mich sofort los! Zeigen Sie mir mal die Quittung dafür. Ach, die habe ich wohl verloren. Dann kommen Sie mal mit. Finger weg. Sie können das auch gerne alles der Polizei erklären. Lassen Sie mich sofort los! Ist alles in Ordnung? Hallo, Horst. Georg. Was ist denn los? Erst klauen und dann heulen. Kann das gut sein? Sicher? Na, wir haben doch alle eine zweite Chance verdient, oder? Horst? Ach, falls Sie ein Pflaster brauchen. Haben Sie auch Klebstoff? Danke. Ecki? Sonja. Mann, hast du dich verändert? Du. Ich meine sie aber auch. Du kannst mich ruhig duzen, so wie früher. Wir kennen uns aus der Kirche. Woher auch sonst? Ich war mal Jugendhelfer im Gemeindezentrum. Und jetzt arbeitest du bei Herrn Wilsberg? Ich? Nein, er macht was viel Spannenderes. Echt? Ja. Ich bin beim Finanzamt. Ich hol mal ein Pflaster. Und außerdem bin ich noch Privatdetektiv. Ah ja? Aber nicht im Kaufhaus oder so? Nein, nein, nein. So richtig. Also, so richtig große Fälle. Hm. Du glaubst ja nicht, was mir da schon alles passiert ist. Du, was mir alles in letzter Zeit passiert ist. Bei dem Hype, seitdem ich... Naja, du weißt schon. Bei dem was? Der Hype. Ja, sie war unter den Top 5. Ah ja? Als Model. Ah. Im Fernsehen. Ah ja. Danke. Ja, ich hätte sogar eigentlich gewonnen, aber das ist ja sowieso alles fake. Auf jeden Fall, seitdem sind die Leute total irre, wo immer ich hinkomme. Gerade hier in Münster. Ich meine, klar, ist ja auch mein Geburtsort und so. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wir müssen jetzt gehen. Anna hat dich gebeten, noch Wein zu besorgen. Eine Party? Oh, da bin ich dabei. Vielleicht ist dir das heute Abend ja auch zu spießig. Ist nur ein Abendessen. Ach Quatsch. Ich sorg schon für Stimmung. Hallo, ich bin Sonja. Riecht aber lecker. Guten Abend. Hallo Anna. Ich glaube nicht, dass das reicht. Sag mal, ist die nicht ein paar Oktaven zu jung für Ecki? Die kennen sich aus der Kirche. Woher auch sonst? Ist das nicht die von den Top 5? Ja. Ja. Was will die denn hier mit Ecki? Was will die hier bei mir? Die kennen sich aus der Kirche. Woher auch sonst? Wird die etwa mitessen? Weil uns essen doch sowieso nie was. Stimmt. Schmeckt's? Hm. Ich hatte so einen Hunger, da hätte ich alles runtergewirkt. Solange sie es nicht wieder heraufwirkt. Ich kann essen, was ich will. Ich hab einen ziemlich guten Stoffwechsel. Ich weiß, das lässt im Alter nach, aber da muss man einfach mehr Sport treiben. Wenn ich die Beherrschung verliere, verbrennt das auch Kalorien. Und wie war das so früher? Ich meine, mit Ecki und den Kirchenfreizeiten? Hm, super. Wir hatten jede Menge Spaß. Wie alt waren Sie damals? Also bitte, ja. Da lief nichts, außer... Beten? Auch. Wir waren trotzdem alle hinter Ecki her. Hinter mir? Mann, du warst doch früher mal richtig sexy. Mit einer Gitarre und einem Pferdeschwanz. Glücklicherweise hat er die Gitarre behalten. Also ich erinnere mich nur, dass alle hinter dir her waren. Ach, Quatsch. Ja, ist schon verrückt. Ich hätte nie gedacht, dass ich später mal jede Woche Tonnen von Liebesbriefen bekommen würde. Tonnen? Ja, die Leute mögen mich anscheinend. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Schlafzimmern meine Poster hängen. Ich möchte gar nicht wissen, zu welchem Zweck. Ja, das macht mir manchmal auch ein bisschen Angst. Dass manche Fans... Seit ein paar Tagen zum Beispiel. Da bekomme ich ständig Anrufe, mitten in der Nacht. Irgendwie habe ich immer wieder das Gefühl, dass mir jemand folgt. Warum wechseln Sie nicht einfach das Hotel? Ja, machen Sie sich ein bisschen rar, damit Ihr unbekannter Verehrer das Interesse verliert. Nein, das geht nicht. Gerade jetzt brauche ich so viel Aufmerksamkeit wie möglich. Ich kann diese Mondschau auf gar keinen Fall absagen. Ja, dann besorgen Sie sich doch einen Bodyguard. Ecki, du hast doch nichts vor. Naja, ich könnte vielleicht... Das war ein Scherz. Wieso? Ich könnte doch wirklich... Könnten Sie nicht mal den Polizeicomputer für mich durchgehen? Oh. Wenn ich alle Kerle überprüfen sollte, die jungen Frauen nachstellen. Ihr könntet Sonjas Ängste ruhig ein bisschen ernster nehmen. Wieso? Dafür bist du doch da. Als erfahrener Privatdetektiv. Ich hol mal den Nachtisch. Aber hier draußen ist jemand. Ach, sehr verdächtig. Wahrscheinlich ein Nachbar. Seit wann verstecken sich deine Nachbarn in den Büschen? Wo denn? Eine schöne Creme. Der muss vorne rum. Was? Ich glaube, der Nachtisch fällt heute aus. Overbeck? Was zum Henker sollte das? Wir dachten, Sie sind jemand anders. Ja. Gott, was brennt das? Ist das irgendein Putzmittel? Nein, nein, das ist Zitronencreme. Scheiße. Warum müssen Sie auch ums Haus herumschleichen? Sie wollten doch den Bericht über die Wasserleiche. Zeitnah, Overbeck. Sie sehen aus wie Sonja Konrad. Das ist Sonja Konrad. Ehrlich? Ich habe ein riesen Poster von Ihnen zu Hause im Schlafzimmer hängen. Hallo. Hallo. Ich habe noch gar nicht mit dir gerechnet. Ich habe die Spätschicht getauscht. Kein Hunger? Mm-mm. Ich komme gleich nach. Tut mir leid, wenn ich euch den Abend versaut habe. Ach, das mit Overbeck war doch nicht deine Schuld. Außerdem, ich fand's witzig. Ich finde es jedenfalls toll, dass ihr mich ernst nehmt. Wenn man ein Promi ist, dann halten die Leute einen schnell für übergeschnappt. Es ist ja fast besser, kein Promi zu sein. Bist du ja. Warum ist dein Handy aus? Ich wollte schon die Polizei verständigen. Mama, ich Guten Abend. Hier und jetzt verschwinden Sie. Frau Konrad, ich bin's. Guten Abend. Mama, das ist Ecki. Herr Tarkötter von der Gemeindearbeit. Der Grabscher? Nein, Ecki. Frau Konrad, Sonja und ich sind uns heute rein zufällig begegnet. Ja, wir haben nur ein bisschen zusammen Abend gegessen. Ich habe ihre Tochter ins Hotel begleitet, damit nicht noch mehr passiert. Ja, heute Abend sind schon... Was faseln Sie da? Sag mal, weiß deine Mutter gar nichts von den anonymen Anrufen? Nicht der Rede wert. Meine Tochter ist nur manchmal ein wenig übersensibel. Besser als unsensibel. Ist was passiert? Nein, nicht wirklich. Dann ist ja alles in Ordnung. Mark, begleitest du Sonja schon mal auf ihr Zimmer? Aber... Na gut, dann gute Nacht. Aber zum Mondschau am Samstag sehen wir uns noch mal, oder? Da lässt sich bestimmt was arrangieren. Gute Nacht. Immer dasselbe. Jetzt, da meine Tochter ein Star ist, kommt jeder Versager angekrochen, um ein wenig Glanz abzubekommen. Sagen Sie mal, Sie denken wohl Schauen jetzt... Sie mal in den Spiegel. Die Zeit der Jugendarbeit ist für Sie ja wohl endgültig vorbei, Herr Tarkötter. Aber wissen Sie was? Sie wollten doch schon immer das Leben Ihrer Tochter bestimmen. Und nur weil ich ihr damals geraten habe, vielleicht ihren eigenen Weg zu finden... Ich glaube, Sie überschätzen Ihren Einfluss gewaltig. Den Fehler machen viele. Und wer sind Sie? Sein Bewährungshelfer? Das wollen Sie gar nicht wissen. Ach, ich liebe Männer mit Intelligenz. Das macht Sie ja schon fast sympathisch. Ich brauche keine Sympathie. Was denn? Angst vor meiner Mutter? Man weiß nie, wer gerade zuschaut. Na gut. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Und nur um das noch mal klarzustellen, ich war für Ihre Tochter noch nie mehr als so eine Art väterlicher Bruder. Sonja! sich nur ein. Wen rufen Sie da an? Keine Sorge, ich kenne die Kommissarin persönlich. Keine Polizei, sonst landet das noch in der Presse. Ich habe doch gesagt, dass da jemand hinter mir ist, aber du wolltest mir ja nicht glauben. Ganz ruhig. Wir müssen jetzt professionell sein. Sowas kann ganz schnell außer Kontrolle geraten. Willst du etwa, dass Felix deinen Auftritt bei der Modenschau cancelt? Wollen Sie etwas so tun, als wenn hier nichts passiert wäre? Wir verlieren jedenfalls nicht gleich den Kopf. Du schläfst dann eben in meinem Zimmer. Damit dieser Verrückte uns beide dort abmuckst? Ich passe schon auf dich auf. Ich bleib auf gar keinen Fall hier. Sonja. Könnt ihr nicht herausfinden, wer das gewesen ist? Jemand mit einer Schaufensterpuppe wäre ja wohl aufgefallen. Und am Hinterausgang gibt's keine Kamera. Nee, leider nicht. Was ist denn mit dem Aufzug, also wenn jemand durch die Tiefgarage gekommen wäre? Das ist noch gar nichts. Wenn Sie wüssten, was manche Stammgäste hier so anschleppen. Wann hat Sonja heute das Hotel verlassen? Kurz vor 12, hat sie gesagt. Also ich war gegen 18 Uhr noch mal in Ihrem Zimmer und da war noch alles in Ordnung. Dann zeigen Sie uns noch mal die Aufnahmen ab 18 Uhr. Mhm. Was denn jetzt? Alles schwarz, Stromausfall? Die Uhrzeit läuft doch weiter. Hat jemand die Kamera abgedeckt? Herr Wilsberg, könnte ich Sie vielleicht unter 4 Augen sprechen? Vor den Anrufen gab es in den letzten Monaten bereits immer mal wieder Briefe. Morddrohungen. Davon hat Sonja gar nichts erzählt. Weil sie nichts davon weiß. Und dabei soll es auch bleiben, so schnell wie meine Tochter sich aufregt. Können Sie mir die Briefe mal zeigen? Die habe ich weggeworfen. Was denn sonst? Solche Typen muss man ignorieren, dann verschwinden die ganz von selbst. Und die Briefe waren anonym, nehme ich an. Natürlich. Aber ich könnte mir vorstellen, wer dahinter steckt. Ein Fotograf hier aus Münster. Sein Name ist Rolf Blank. Ständig will er Shootings mit Sonja machen, aber das eine Mal hat gereicht. Wieso? Weil er meine Tochter begrapscht hat. Weil er völlig unprofessionell ist. Der Mann ist ein absoluter Sexist. Ein schmieriger, billiger, abgeschmackter, widerlicher Möchtegern-Macho. Also bitte, ja? Ich versuche auch nur, Ihrer Tochter zu helfen. Aber wenn es Sie beruhigt, schläft sie eben die nächsten Tage nicht bei mir. Bitte. Ich könnte doch bei Ihnen schlafen. Bei mir? Einverstanden. Wie bitte? Ich bezahle Sie natürlich für Ihre Hilfe. Na, wenn das so ist. Das Letzte. Und Staubsaugen ist hier wohl auch verboten. Meine Nebenhöhlen sind total zu. Mensch, ich habe ja gesagt, du musst hier nicht bleiben. Ich habe noch mal nachgedacht. Ich finde, Sonja sollte wissen, dass es Morddrohungen gegen sie gegeben hat und dass wir schon einen Verdächtigen haben. Aber ihre Mutter meint, sie würde das nicht verkraften. Ach, guck mal, diese Geheimniskrämerei. Sonja hat schon damals darunter gelitten, dass ihre Mutter immer irgendwelche Lügen erfunden hat, nur um ihre Tochter angeblich zu schützen. Aber in Wahrheit... Guten Morgen. 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 Hast du etwa auch hier geschlafen? Auf der Couch. Macht er das öfter? Nein. Doch. Ich fühle mich jedenfalls schon viel entspannter hier. Was gibt es denn zum Frühstück? Was ist denn mit deinem Kühlschrank passiert? Hast du etwa jemanden erwartet? Na, ich dachte, ich wäre endlich mal allein. Morgen. Morgen. Hm, Brötchen, super. Was macht sie schon wieder hier? Gestern Abend ist was passiert. Ja, Sonja musste untertauchen. Ja, und jetzt habe ich meinen ganz persönlichen Personenschutz. Wie praktisch, wie lange? Kurz. Ah, Gläser? Muss das sein? So sehen Wasserleichen nun mal aus. Ich sehe jeden Tag viel Schlimmeres. Ja? Bist du irgendwie an der Todesursache interessiert? Ertrunken? Erschossen. Vorher? Macht Sinn. Ja, und sonst? Was denn? Hinweise. Mensch, ich muss die doch identifizieren. Den. Was? Den identifizieren, das ist ein Mann. Alter? So alt wie du. Bisschen jünger vielleicht. Was soll das denn heißen? Ich bin doch ganz schön angesagt. Warum sonst sollte sich so jemand mit mir fotografieren lassen? Sonja Konrad aus der Top 5. Bingo. Hat mich gestern angesprochen. Wirklich? Glückwunsch. Sag mal, ist das ein Haar von der? Hey. Das darf ich doch behalten, oder? Wie pervers ist das denn? Du, ich erwarte einen vollständigen Bericht. Zeitnah. Kann ich helfen? Das sind natürlich nur ein paar Beispiele meiner Arbeit. Wenn Sie andere Vorstellungen haben, ich bin da völlig flexibel. Das heißt, Sie machen auch andere Fotos? Auch nicht so jugendfreie? Wie meinen Sie das? Ich habe gehört, das ist Ihre Spezialität. Wer sagt das? Die Mutter von Sonja Konrad. Sagen Sie, wer sind Sie eigentlich? Mein Name ist Wilsberg, ich bin Privatdetektiv. Frau Konrad hetzt mir einen Privatdetektiv auf den Hals. Sie findet Morddrohungen nicht so lustig. Ich übrigens auch nicht. Morddrohungen? Wieso soll... Ich habe nie jemandem gedroht. Und das Shooting mit dem Mädchen, das war eine einzige Katastrophe. Aber nicht meinetwegen, sondern weil sie vollkommen unprofessionell war. Unprofessionell? Ja. Unpünktlich, unkonzentriert, unfähig. Und trotzdem haben Sie versucht, sie nochmal zu treffen. Das ist nicht wahr. Ich wollte nie wieder was mit dem Mädchen zu tun haben. Nein, es läuft alles wie geplant. Ja, überhaupt kein Problem. Und wegen Sonja, ich kümmere mich drum. Ich melde mich zurück. Noch eine Anmeldung. So viel Presse hatten die noch nie bei einer Modenschau. Freust du dich nicht? Worüber? Dass noch mehr Leute mitkriegen, wie meine Tochter ihre letzte Chance in den Sand setzt? Gerade jetzt sollte sie zeigen, wie tough sie ist, aber stattdessen verkriecht sie sich bei ihren sogenannten Freunden. Glaubst du wirklich, sie kriegt noch die Kurve? Was ist los? Hat Felix irgendwas gesagt? Ach, der Scheißkerl lässt sie doch nur auftreten, weil sie es umsonst für ihn macht. Manchmal denke ich, du hattest von Anfang an recht. In diesem Business musst du den Leuten in den Arsch kriechen, ob du sie magst oder eklig findest. Du musst sie immer und immer wieder beweisen, dass du alles für sie tun würdest. Alles. Sie hat sich schon sehr gemacht. Wenn ich sie nicht immer wieder angetrieben hätte, wäre sie nie so weit gekommen. Am Anfang, da wollten andere Agenturen sie noch abwerben. Die würden sie heute nicht mal geschenkt nehmen. Das wird schon. Ich hoffe, du hast recht. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht weiter. Eine Grippe. Mich hat's total übel erwischt. Ja. Ich schätze mal die ganze Woche. Nein, Sie brauchen niemanden vorbeischicken. Ist ja auch gefährlich. Wegen der Ansteckung. Ja. Was? Ja gut, dann grüßen Sie bitte Herrn Grabowski. Welche Unterlagen? Die müssten auf meinem Schreibtisch liegen. Ja, gut, ich bleib dran. Ich wollte nur sagen, dass du Felix morgen um 10 Uhr im Hotel triffst, um die Modenschau zu besprechen. Ist das der einzige Grund, weshalb du hier bist? Ich bin so froh, dass du mich zu Aphrodite-Management mitnimmst. Was ist? Wollen Sie dich jetzt auch nicht mehr? Mich schon. Was? Sonja, du weißt selber, dass deine Karriere vorbei ist. Was? Aber... Du hast gesagt, ich brauche nur einen Neustart, ein anderes Image. Mensch, wach endlich auf. Du bist und bleibst eine Castingshow-Tussi. Auf sowas wartet nun mal kein großer Laufsteg. Höchstens ein drittklassiges Tittenheft. Aber du hast gesagt, du bringst mich ganz nach oben. Du hast gesagt, du könntest viel mehr für mich tun als meine Mutter. Und genau das ist dein Problem. Wer in dieser Branche gutgläubig ist, der darf sich nicht wundern, wenn er andauernd aufs Kreuz gelegt wird. Hey, was wird denn das hier? Nichts. Nur ein kleines Karrierecoaching. Sag mal, der Typ hat sie wohl nicht alle, oder? Ecki, schon gut, schon gut. Nichts ist gut. Deine Mutter müsste den Typen sofort rauswerfen. Du verstehst das nicht. So ist das nun mal in diesem Geschäft. Ja. Wenn man bereit ist, alles zu verkaufen. Männer sind ebenso. Alles Lügner. Vielleicht. Was sehen Sie, wenn Sie mich ansehen? Ich sehe eine schöne Frau. Und ich bin offensichtlich nicht der Einzige, der das so sieht. Ich glaube, Ihr Mann steckt in großen Schwierigkeiten und Sie können helfen, Schlimmeres zu verhindern. Es geht um Sonja Konrad. Sie wissen genau, dass Ihr Mann das Mädchen belästigt. Ich bin nicht von der Polizei, ich bin Privatdetektiv. Sie können helfen. Lassen Sie mich in Ruhe! Sonja, du sollst doch hinten bleiben. Es tut mir leid, ich wollte dich eben nicht vor den Kopf stoßen. Wahrscheinlich hast du recht. Ich habe keine Ahnung vom Showgeschäft. Aber weißt du was? Da bin ich auch ganz froh drüber. Hallo. Hallo. Du hast ja auch recht und ich bin dir auch wirklich dankbar. Wenn die Mondschau vorbei ist, dann sollten wir uns einfach mal zusammensetzen und reden. Reden? Ja. Ist doch nicht verboten. Zumindest jetzt nicht mehr. Bin ja inzwischen volljährig. Sonja Konrad? Nein, nein. Sie sieht nur so... Ja. Willst du ein Foto machen? Total gern. Kein Problem. Ecki, könntest du vielleicht? Gern. Hier. Klick und tschüss. Super, das ist total lieb, dankeschön. Kein Problem. Sie sind wegen der Mondschau am Samstag in der Stadt, richtig? Ja. Wow. Und was machen Sie denn gerade hier? Sie kauft ein Buch, was Sie hier offensichtlich nicht vorhaben. Und deshalb Abmarsch. Wie ist ihr denn? Sofort. Entschuldigung, könnte ich vielleicht noch ein Autogramm von Ihnen haben? Raus. Das war nur zu deinem Besten. Und ich dachte, du wärst wenigstens ein bisschen eifersüchtig. Brauchst du Hilfe? Mensch, Georg. Hast du was rausgefunden über diesen Fotografen? Naja, er behauptet, er hätte Sonja nie angefasst. Und dass ihre Mutter die Geschichte nur erfunden hätte, um davon abzulenken, dass Sonja mit ihrem Job nicht klarkommt. Und das glaubst du ihm? Naja, seine Frau scheint ihm auch nicht zu vertrauen. Wo ist denn Sonja eigentlich? Schläft. Nur du? Willst du nicht auch mal nach Hause? Auf keinen Fall. Ich habe versprochen, auf sie aufzupassen. Und genau das werde ich auch tun. Ach, Ecki. Georg. Es ist nicht, was du denkst. Was denke ich denn? Als ich jung war, da hätte ich gern jemanden gehabt, mit dem ich reden kann über alles. Ja, über die Zukunft und so. Deshalb habe ich später auch diese Gemeindearbeit mit Jugendlichen gemacht. Ich dachte, vielleicht kann ich jemandem helfen. Und Sonja brauchte jemand. Ihr Vater war damals pleite und hat die Familie wegen einer anderen Frau verlassen. Die Mutter hatte einen Nervenzusammenbruch und für Sonja lief es in der Schule auch total mies. Alle dachten, sie kriegt die Kurve nicht mehr. Sie wollte auch auf niemanden hören. Aber auf dich schon. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich ihr damals versprochen, ihr zu helfen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Nele? Nele? Morgen. Ey. Was soll denn das? Das habe ich mich auch gefragt. Wie haben die davon erfahren? Morgen. Morgen. Hab's schon auf dem Handy gelesen. Scheint sie ja nicht besonders zu stören. Doch schon, aber sowas muss man eben rechnen, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ist wirklich alles okay? Ich bin ein bisschen nervös. Dieses Treffen mit Felix. So ein Designer kann einem die ganze Karriere kaputt machen. Ach, keine Sorge. Du wirst ihn schon beeindrucken. Mama! Wart ihr denn hier im Zimmer verabredet? Ja. Mailbox. Tag. Tag. Hoffentlich ist ihr nichts passiert. Ach, Entschuldigung. Könnten Sie uns das Zimmer da aufmachen, bitte? Ja, das ist das Zimmer meiner Mutter. Okay. Wir wollen nicht, dass Sie was Illegales tun, aber... Illegal? Ich nicht illegal. Danke. Danke. Bitte. Was ist mit Ihrem Assistenten? Weiß der, wo Ihre Mutter ist? Auch Mailbox. Mensch, und gleich kommt dieser Idiot von Designer. Guten Morgen. Morgen. Wo warst du? Hallo, mein Schatz. Na? Felix und ich hatten nur ein paar Dinge zu klären. Du, das geht ja gar nicht hier. Stimmt. Hä? Das sind nur 2 Hotelangestellte. So, Gott sei Dank. So wie die angezogen sind, dachte ich schon, wären so Lehrer oder Journalisten oder so. Du, ich gratuliere zu deinem ungestümen Verehrer. Ne? Du hast wieder eine Titelseite mehr, das ist toll. Tja. Was ist das denn hier? Hm? Wir sind ja nicht bei RTL 2, Mädchen. Hm? Und haben wir wieder zugenommen, sag mal. Komm, zeig mal. Nein, eigentlich nicht. Das verliert sie bis Samstag wieder, keine Sorge. Bitte nicht zu viel, Britta. Ne? Ich habe echt keine Lust, mich schon wieder bei dieser fettleibigen Lobby entschuldigen zu müssen. Von wegen Fett is beautiful. Apropos, Sie da? Prosecco? Nein, danke. Ich brauche jetzt was Stärkeres. Das erledigt mein Assistent Mark. Wo ist er denn? Ich dachte, er wäre bei dir. Gehen Sie bitte nachgucken, Zimmer 237. Sehr gerne. Wegen der Presse braucht ihr euch übrigens keine Sorgen machen. Ne? Ich habe denen schon alles erzählt, von wegen deiner Schönheit und Authentizität und Lebensfreude, bla bla bla. Sie schon wieder? Sag mal, Britta, habt ihr ja keine Bodyguards oder so? Oder irgendwelche Leute, die haben diese Idioten da vom Hals halten? Ich hoffe, Sie sind nicht als Fan da. Nein, bin ich nicht. 3 Schüsse in den Oberkörper aus nächster Nähe. Vermutlich ein Revolver. Wir haben keine Patronenhülsen gefunden. Vermutlich auch keine Zeugen. Doch, doch, es gab ein Pärchen, das hat sich hier anderweitig vergnügt. Das hat die Schüsse gehört und dann gesehen, wie jemand versucht hat, die Leiche ins Hafenbecken zu schmeißen. Das Opfer war am Vortag noch bei Wilsberg im Antiquariat. Aber da gab es offenbar keine Probleme, richtig? Wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrem Assistenten gesprochen? Nur telefoniert gestern Nachmittag wegen unseres Termins heute Morgen. Herr Wilsberg, würden Sie mal bitte Ihren Freunden erklären, dass dafür nur dieser Fotograf in Frage kommen kann? Wenn Rolf Blank hinter Ihrer Tochter her war, weshalb soll er dann Ihren Assistenten umbringen? Wir werden diesen Fotografen Blank selbstverständlich schleunigst überprüfen. Oder? Machen wir. Es ist völlig absurd. Sie kannten Britta Konrads Assistenten. Sie waren wütend auf ihn. Er hat sie ein paar Mal am Telefon abgewimmelt. Das ist schon Monate her. Dieses Mädchen hat mich nach dem ersten desaströsen Shooting überhaupt gar nicht mehr interessiert. Nicht interessiert? Bei einer Figur mit 90, 60, 90? Wo die meisten eher 60, 90, 60 haben? Der IQ Ihrer Freunde interessiert hier wirklich wenig, Overbeck. Herr Blank, wenn Sie tatsächlich nichts mit der Sache zu tun haben, dann haben Sie mit Sicherheit auch nichts dagegen, wenn ich gerne erfahren möchte, wo Sie gestern Abend gegen 23 Uhr waren. Was ist denn hier los? Nichts. Ich... Anna Springer, Kriminalpolizei Münster, mein Kollege Overbeck. So, Sie verlassen jetzt augenblicklich mein Haus. Weder ich noch meine Frau müssen in irgendeiner Weise... Wieso? Was wollen Sie denn wissen? Ich möchte nur wissen, wo Ihr Mann gestern Abend war. Na, hier bei mir. Ach, wirklich? Ja. Ich hatte den ersten freien Abend seit langem und... wir hatten uns schon die ganze Zeit drauf gefreut. Hm. Ja, danke, Anna. Er hat ein Alibi. Ja. Von seiner Frau. Was für eine Überraschung. Natürlich schützt die ihn. Warum sollte sie das tun? Ihrer Meinung nach hat Ihr Mann doch nur noch Augen für Sonja. Warum lügen Frauen für ihre Männer? Weil sie Angst vor ihnen haben. Der Kerl setzt sie garantiert unter Druck. So oder so. Ich kann auf keinen Fall mehr bei der Mundschau auftreten. Bitte? Wenn dieser Verrückte jederzeit wieder zuschlagen kann. Wenn du jetzt absagst, sendet das völlig falsche Signal. Sollen die Leute denken, dir wäre deine Karriere egal? Sollen sie doch denken, was sie wollen. Den Luxus kann man sich heutzutage nicht mehr leisten. Du wirst bei der Modenschau auftreten und du wirst großartig sein. Alle werden dich ansehen, dir zujubeln. Mark hätte dasselbe gesagt. Aber vielleicht sieht dieser Designer das anders. Immerhin stellt Sonja jetzt ein echtes Sicherheitsrisiko dar. Den werde ich schon beruhigen. Am besten, ich fahre gleich zu ihm. Alleine? Sonja, Mit dem Mord an Mark hat dieser Fotograf einen Riesenfehler gemacht. Er wird es nicht wagen, mich zu attackieren und dich auch nicht mehr. Aber damit du dich besser fühlst, können die beiden dich ja wieder ins Antiquariat mitnehmen. Hm? Ihre Mutter scheint den Tod ihres Assistenten ja leicht zu verkraften. Sie spielt nur die Starke. Darin war sie schon immer gut. Vielleicht zu gut. Ich weiß, was du damit sagen willst, aber legen wir uns nicht alle das Leben ein bisschen zurecht, um es besser zu ertragen? Tja, solange man noch den Unterschied kennt. Draußen und Ecki rennt ihm hinterher. Herr Georg. Alex, bleib bei ihr. Was machst du denn hier? Keine Sorge, Alex ist bei ihr. Ich habe ihn fast erwischt. Er ist sogar hingefallen. Das sehe ich. Wenn das Rolf Blank war. Tag. Ja? Wir würden gern mal Ihre Hände sehen. Was? Zeig her jetzt. Hey, hey. Na, was soll denn das? Es war nur ein Test. Ich lasse mir von euch nichts in die Schuhe schieben. Ja? Von niemandem! Verstanden? Ja, Georg, ich bleib so lange bei ihr. Okay. Tschüss. Er ist Ihnen entwischt. Dann sollen Sie der Polizei Bescheid sagen, dass Rolf Blank ist. Es war nicht Rolf Blank. Was? Aber wer denn dann? Hast du gar keinen Verdacht? Nein. Ist es das wirklich alles wert? Was du durchmachst? Für was? Ein bisschen Blitzlicht, Partys, roter Teppich, okay, schnell verdiente Kohle. Von wegen schnell. Na komm, das, was du an einem Tag verdienst, dafür schuften andere Monate. Ja. Für diesen einen Tag muss ich monatelang den Hampelmann machen. Mich von Ekeltypen angaffen, betatschen und erniedrigen lassen. Dann ist die Kohle auch sowas von schnell wieder weg und der ganze Scheiß geht wieder von vorne los. Dann hör doch einfach auf mit dem ganzen Kram. Wie die Nacht. Aber ich hatte Glück. Bin aus dem Hässlichsein langsam rausgewachsen. Das haben meine Eltern zumindest immer gesagt. Sehr nett. Sie hatten doch recht. Sie haben so gehofft, dass aus mir mal was wird. Hat ja auch lange genug gedauert. und damit Erfolg bleibt. Schon weil mein Papa... Naja, bei ihm hat es beruflich nie so geklappt. Wo ist dein Vater jetzt? Er hat eine neue Familie. Und du hast gar keinen Kontakt zu ihm? Er will keinen. Ist aber sein gutes Recht. Ich bin mir sicher, er weiß, dass es mir gut geht und was ich geschafft habe. Highlight der Modenschau wird natürlich der Auftritt von Topmodel Sonja Konrad. Trotz der Gerüchte um Tablettensucht und Unzuverlässigkeit. Aber mal ehrlich, wer könnte zu jemandem mit solchen Traummaßen schon Nein sagen? Nele, wir müssen miteinander reden. Worüber? Mein Alibi. Es wäre mir lieber gewesen, wenn du die Polizei nicht angelogen hättest. Weil du jetzt abhängig bist von mir. Weil ich mir Sorgen mache. Um dich. Du machst dir Sorgen? Wo warst du gestern Nacht? Jedenfalls habe ich nicht in meinem Atelier mit Sonja Konrad rumgevögelt. Wie oft muss ich mich noch dafür entschuldigen? Bis du es ernst meinst. Weißt du eigentlich, was ich alles dafür tun würde, damit wir beide wieder von vorne beginnen könnten? So, sie schläft jetzt. Hat sie noch irgendwas zu dir gesagt? Nee. Auch nicht über Mark? Warum fragst du? Als er letztens hier war, an dem Nachmittag, bevor er umgebracht wurde, die beiden hatten Streit. Was? Und das sagst du erst jetzt? Du, da dachte ich noch, der Fall ist klar und dieser Rolf Blank ist schuld. Worum ging es denn bei dem Streit? Keine Ahnung, aber... war heftig. Ja, die wurden handgreiflich. Meinst du etwa, Sonja hat ihn umgebracht? Nein, die war zur Tatzeit hier. Sicher? Georg, sie hat oben geschlafen. Na, vielleicht hat sie sich ja auch rausgeschlichen. Ach, jetzt komm, wir sollten lieber rausfinden, wer wirklich Sonjas Stalker ist. Tja, im Allgemeinen sind das keine Fremden. Die meisten stammen aus dem persönlichen, direkten Umfeld. Vielleicht ein Ex-Freund. Angeblich hat sie seit Jahren keinen Freund. Ihr Leben wird ausschließlich von ihrem Terminkalender und ihrer Mutter bestimmt. Was ist denn mit ihrem Vater? Hab ich doch gesagt. Er hat längst eine andere Frau und Kinder. Hat sich von Sonja und ihrer Mutter total distanziert. Weil er das so wollte oder weil Britta Konrad das so bestimmt hat? Ach so. Du meinst, er verfolgt Sonja heimlich, weil er genau weiß, dass seine Ex-Frau jeglichen Kontakt verhindern würde? Aber wieso sollte er nach all den Jahren wieder Interesse an ihr haben? Oh, Ecki. Geld? Wahrscheinlich ist er pleite. Hast du eine Idee, wo er hingezogen ist? Frau Schulz? Was wollen Sie? Mein Name ist Wilsberg, ich bin Privatdetektiv. Es geht um Ihren Lebensgefährten, Peter Konrad. Ich kann seine Schulden nicht zahlen. Es geht nicht um seine Schulden. Ist er da? Kann ich nicht sagen, wo er ist. Er hat uns sitzen lassen. Alles klar? Wann war das? Schon vor einem halben Jahr. Sie sind Privatdetektiv, ja? Ja. Dann tun Sie mir einen Gefallen. Finden Sie ihn nicht. Ich will ihn nie mehr wiedersehen. Bevor er wegging, hat er da oft von seiner Tochter gesprochen? Also ich meine seine Tochter aus erster Ehe, Sonja? Ja. Andauernd. Er war wie besessen von ihr. Ja. Georg, wir haben ein neues Problem. Konrad, zum letzten Mal. Wir sind die Mordkommission, nicht Ihre persönliche Internetschutztruppe. Ja, verstehen Sie denn immer noch nicht? Alibi hin oder her. Rolf Blank hat meinen Assistenten umgebracht und jetzt versucht er mit diesem schamlosen Video die Karriere meiner Tochter zu zerstören. Solche Aufnahmen heizen doch das Interesse eher an, oder? Abgesehen davon, Sie wissen überhaupt nicht, ob Rolf Blank hinter dem Video steckt. Heutzutage kann jeder mit einem Smartphone und schmutzigen Absichten einer Frau unter den Rock filmen und dieses Video hochladen. Wenn damit die Sache für Sie erledigt ist? Frau Konrad, ich versichere Ihnen, ich sitze hier nicht und drehe Däumchen. Da hängt die einfach auf. Unverschämtheit. Natürlich kann man rausfinden, wer das Video hochgeladen hat. Das heißt aber lange nicht, dass derselbe Typ das Video auch gemacht hat. Die Leute können also mit mir machen, was sie wollen. Ich könnte Unterlassungsklage einreichen, damit das Video entfernt wird. Zumindest von den Websites, von denen wir im Moment wissen. Und inzwischen verfolgt mich dieser Typ ganz entspannt weiter. Und hey, vielleicht hat er mich ja schon beim Umziehen oder unter der Dusche hier in der Wohnung gefilmt. Sonja? Sonja, pack deine Sachen. Was? Frau Konrad. Weder Ihre sogenannte Polizeifreundin noch Sie wollen die Wahrheit akzeptieren. Aber ich werde nicht tatenlos zusehen, wie Rolf Blank das Leben meiner Tochter zerstört. Frau Konrad, kommen Sie mal bitte mit. Ich glaube nicht, dass Rolf Blank für dieses Video verantwortlich ist. Und er war es auch nicht, der Ihrer Tochter gestern Abend hier aufgelauert hat. Wer denn sonst? Wann hatten Sie zuletzt Kontakt zu Ihrem Ex-Mann? Sie glauben, Peter soll meine Tochter die ganze Zeit verfolgt haben und für dieses Video verantwortlich sein? Er könnte jemanden beauftragt haben. Und wieso? Weil er Geld braucht, weil er Ihnen den Erfolg nicht gönnt, weil Sie Ihre Tochter von ihm fernhalten. Fernhalten? Er hat uns verlassen. Er hat sich eine andere gesucht, als es bei uns mal schwierig wurde. Ich musste ihn nicht von meiner Tochter fernhalten. Er hat sie dermaßen verletzt, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Dann sollte ich ihn wirklich mal genau unter die Lupe nehmen. Das wird nicht nötig sein. Wieso nicht? Weil ich ihm diese Genugtuung nicht geben werde. Wann hat Ihr Ex-Mann zuletzt Kontakt zu Ihnen aufgenommen? Gar nicht. Und damit ist die Sache für mich erledigt. Hier, Ihre Aufwandsentschädigung. Wilsberg. Abmarsch. Mama. Sofort, wir haben heute noch ein Dinner mit Felix. Ich kann das nicht. Ich bin völlig durcheinander. Ich bin müde. Jetzt sei nicht so unprofessionell. Unprofessionell? Weil ich eine Scheißangst habe, dass irgend so ein Verrückter mit einem Revolver rumläuft und mich vielleicht auch noch erschießen will? Du kommst jetzt mit. Frau Konrad, verstehen Sie da nicht? Sie verstehen nicht. Und hören Sie endlich auf, sich in das Leben meiner Tochter einzumischen. Sonja? Entschuldigung. Was sagen Sie zu den Vorwürfen, dass Ihr Mann Topmodel Sonja Konrad belästigt? Stimmt es, dass die beiden eine Affäre hatten und er sich jetzt auf Rache verzichten will? Sonja Konrad ist ja bereits Opfer eines Mordanschlags geworden. Frau Blank, wird Sonja nun die Nächste sein? Frau Blank, sagen Sie uns wenigstens, wo wir Ihren Mann finden können. Wir geben ihm selbstverständlich die faire Chance einer Stellungnahme. Hey! Hey! Herr Blank! Finden Sie, lassen Sie meine Frau in Ruhe! Nele, Übrigens habe ich mal in der Apotheke nachgefragt wegen den Vitamintabletten, die Sonja von ihrer Mutter kriegt. Sind keine Vitamine, oder? Sie verabreicht ihr echt ein Beruhigungsmittel. Ich kann mir vorstellen, dass Sonja das wirklich nicht gewusst hat. Hast du Sonjas Mutter nach ihrem Ex-Mann befragt? Ja, aber sie hat sofort abgeblockt. Ja, aber was ist, wenn er wirklich Kontakt zu seiner Tochter wollte und sie wollte es mit aller Macht verhindern? Möglicherweise mit der Hilfe von Mark. Ja. Und Mark fiel dabei Sonjas Vater zum Opfer. Und Britta Konrad lenkt den Verdacht auf Rolf Blank. Dafür gibt es keinen Beweis. Vielleicht finden wir den heute Abend. Euer kleiner Stalker hier, der macht euch ja wahnsinnig Stress, hm? Den haben wir längst abgehakt. Seid ihr verrückt geworden? Das müsst ihr weiter durchziehen, Britta. Die Karten für die Modenschau verkaufen sich seither wie bescheuert. Und wir haben jetzt doch noch Anfragen von der internationalen Presse, deswegen. Leute, die wir sonst nie nach Münster gelockt hätten. Chapeau kann ich nur sagen. Hm? Ich nicht illegal. Wir auch nicht. Danke. Danke. Bitte. Ich will nicht in Sonjas Sachen wühlen. Dann wühle eben in den Sachen ihrer Mutter. Ach, Georg. Weißt du, diese Reporter, die würden alles tun, um einen fertig zu machen. Denen geht's doch gar nicht um die Wahrheit. Nele, wir müssen jetzt zusammenhalten, sonst... Sonst was? Sag mal, glaubst du eigentlich, dass ich ewig stillhalte? Hör endlich auf mit diesem Scheiß mit Sonja, es ist jetzt vorbei. Diese Schlampe kann uns immer wieder in den Dreck ziehen, wenn sie will. Ja, aber das würde ich nicht zulassen. Ach, was willst du denn machen, hm? Was? Mal. Komm, verschwinde. Ich kann nicht mehr, kapierst du das? Hau endlich ab, lass mich in Ruhe! Ich würde alles für dich tun. Guck mal. Sonjas Vater. Sie wollte ihn zumindest nicht vergessen. Irgendwelche E-Mails von ihm? Noch nichts. Aber vielleicht hat sie immer gleich alles gelöscht. Kontoauszüge. Ach, Georg, findest du nicht das... Firmenkonto. Konrad-Management. Sieht ja noch beschissen aus als bei mir. Pleite? Da muss es doch noch andere Konten geben. Sonja verdient doch gut. Offensichtlich nicht. Und aus eurem ermordeten Assistenten, da müsst ihr auch noch mehr machen. Und diese ganzen Emotionszombies zu Hause vor ihren Glotzen, die brauchen ja die großen Gefühle. Von alleine kommt da ja nichts mehr. Tja, so ein Mord ist eine echte Marketingchance. Was Sonja meint... Ach so, du mochtest den, euren süßen kleinen Assistenten? Ja, umso besser, Britta. Dann spielt er die Trauerkarte aus, aber eben so richtig. Verstehst du, mit Exklusivinterview, Fotorechten für die Beerdigung etc. pp. Und umso strahlender läufst du dann bei mir über den Laufsteg, Mäuschen. Und die Leute werden sagen, wie tapfer du bist. Hm. Sonja? Ich bin müde. Manche brauchen eben ihren Schönheitsschlaf. Ach, diese jungen Dinger sind noch so sensibel. Hm? Herrlich. Mist. Georg! Alex, wir müssen gehen. Und? Irgendwas gefunden? Nichts von ihrem Ex-Mann. Aber in den gelöschten E-Mails schreibt Britta Konrad an Paparazzi 69. Wo sich dein Antiquariat befindet. Ach, deshalb wusste der, wo wir Sonja versteckt haben. Ihre Mutter hat's verraten. Hat sie auch das mit dem Video arrangiert? Vielleicht sogar das gesamte Stalking. Ich meine, den Kontoauszügen zufolge hat ihre Tochter Aufmerksamkeit bitter nötig. Versteht Alex das unter rechtzeitig warnen? Ich nehme mich jetzt mal. Zwei Männer in Dusche. Illegal? Wir haben nur Handtücher gesucht. Danke. Sonja, hey! Was machst du denn hier? Ich hatte mir gerade ein Eis bestellt. Ich gehe tanzen. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Du kannst ja mitkommen. Taxi! Ich möchte mich noch mal für meine Tochter entschuldigen. Ist alles im Moment nicht gerade leicht für sie. Aber morgen bei der Modenschau wird sie garantiert in Topform sein. Wenn es irgendetwas gibt, was ich noch für sie tun kann, dann... Hör mal zu. Auch wenn mein Stern am Sinken ist und ich meine nächste Kollektion wahrscheinlich in Bielefeld vorstellen muss, dann kann ich immer noch wesentlich jüngere und knackigere kriegen als dich. Und jetzt mach dir mal keine Falten, hm? Wir beide haben lecker gegessen, wir gehen jetzt schön getrennt in die Haie, waschen uns vorher diese Scheiße vom Gesicht, mit der wir glauben, unseren Mitmenschen irgendwas vormachen zu können. Und morgen ziehen wir den ganzen Zirkus wieder von vorne durch und hoffen, dass unsere sogenannten Karrieren nicht ganz so schnell bergab gehen, wie wir es eigentlich verdient hätten. Kapisch? Ich wollte mit Ihnen reden. Wie sind Sie denn hier reingekommen? Naja, das war ganz einfach. Deswegen ist Ihre Tochter hier auch nicht sicher. Wo ist sie überhaupt? Sie musste hier mal raus. Aber keine Sorge, Alex ist bei ihr. Entschuldigen Sie bitte, aber über die letzten Tage, irgendwann habe auch ich keine Kraft mehr. Naja, auch so eine starke Frau wie Sie darf mal Schwäche zeigen. Wie schön, dass Sie das sagen. Was ist denn los? Sind Sie auch so ein Weichei wie Ihr Freund Tarkötter? Dem habe ich nie vertraut. Der hat so was Verschlagenes im Blick. Ja, Mann. Jetzt muss ich sagen. Aber was will man erwarten von dem Finanzbeamten? Was kann ich denn von Ihnen erwarten? Hoffentlich mehr. Ach, hier bist du. Verschwinden Sie! Ja. Nicht Sie! Frau Konrad, es bleibt unter uns. Noch mehr Handtücher? Ist sie meine Mutter, klar? Sonja! Was denn? Darf ich nicht einmal auch ein bisschen Spaß haben? Geh weg. Aufhören. Hau auf! Ey, Arschgesicht! Verschwinde, Mann! Ich kann nicht mehr. Hau ab! Aufhören! Hey! Hau ab! Aber du bist verrückt! Hey! So, um deine Aufnahmen musst du dir keine Sorgen. Sonja? Genau. Und wenn du glaubst, dass du jetzt mein Leben kaputt machen kannst... Ah! Ah! Hey! Sonja? Hey! Selbstverständlich, Frau Konrad. Die Fahndung nach Rolf Blank läuft. Ja, ich gebe Ihnen Bescheid. Gute Besserung für Ihre Tochter. Geht's ihr? Hat Glück gehabt. Leichte Gehirnerschütterung. Hat sich auch schon aus dem Krankenhaus entlassen, auf eigene Verantwortung. Ach, von wegen, auf Befehl ihrer Mutter, damit sie schön brav auf der Modenschau auftreten kann. Anna, der Kerl, der Sonja verfolgt und gefilmt hat, war nicht Rolf Blank. Eben, es war der Typ im Club. Und seiner Handverletzung nachzuurteilen, das ist derselbe Typ, den Ecki gestern verfolgt hat. Ja, und er wusste, wo wir Sonja versteckt hatten, weil ihre Mutter ihm das per Mail verraten hat. Aha. Und wie heißt der Typ? Er hat sich leider nicht vorgestellt. Holger Bertel. Er hat sie angezeigt. Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Was? Er wartet übrigens im Verhörraum. Die ganze Aufregung überhaupt nicht. Macht doch das, was alle machen. Sie verdienen sich ihr Geld, indem sie Menschen belästigen, bloßstellen. Öffentliche Personen. Und die wollen es doch auch so. Sie geben also zu, dass Britta Konrad sie auf deren Tochter Sonja angesetzt hat. Ja, wieso läuft das eben, wenn man wieder in die Schlagzeilen kommen will? Und Sonja hat das bitter nötig. Hat sie deren Mutter auch auf die Idee gebracht mit der Puppe im Hotelzimmer? Alles ein Fake für die Presse. Na, kein Kommentar. Arschloch. Hey, 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 Moment mal. Und was mit der Ollen, die mich da total zusammengeschlagen hat? Und mir meine Arbeitsmaterialien zerstört hat, hä? Ach, Sie sind das Opfer. Ja, ja. Ja, ich bin das Opfer. Geklärt. Wenn Sonja wüsste, was ihre Mutter ihr antut. So traurig es ist, es ist keine strafbare Handlung. Außerdem ist Sonja erwachsen. Vielleicht hat sie auch alles gewusst. Und uns die ganze Zeit was vorgespielt? Ja, auf keinen Fall. Ja, Moment mal. Warum ist Rolf Blank auf Sonja losgegangen, wenn er mit dem Stalking gar nichts zu tun hatte? Na, weil es jeder gedacht hat. In den Augen der Öffentlichkeit ist er an allem schuld. Und in seinen Augen? Geht's dir besser? Ich weiß, es ist hart, aber du wirst das durchstehen. Ja, sonst bin ich für die Brosche gestorben. Ach, Unsinn. Mama, hör doch auf. Mark hat mir doch erzählt, dass außer Felix keiner mehr mit mir arbeiten will und dass wir so gut wie pleite sind. Mark wollte sowieso von uns weg. Von dir. Und mich wollte er mitnehmen zu einer anderen Agentur. Das höre ich zum ersten Mal. Ach ja. Ehrenwort. Manchmal weiß ich einfach nicht mehr, wem ich noch glauben kann. Du weißt, ich würde alles tun, damit du glücklich bist. Das weißt du doch, oder? Verschwinden Sie. Ich möchte mit Sonja reden. Aber Sie nicht mit Ihnen. Mama, eine Minute. Also? Tritt nicht bei der Mondschau auf. Solange Rolf Blank frei rumläuft, ist das einfach zu gefährlich. Meine Mutter hat alle notwendigen Vorkehrungen getroffen. Du, bei allem nötigen Respekt. Das Einzige, was deine Mutter interessiert, ist, wie sie möglichst viel Kohle mit dir scheffeln kann. Okay, danke fürs Kommen. Lieber Sonja, warte. Jetzt sei doch mal ehrlich. Du bist erst vor ein paar Stunden angegriffen worden. Welche Mutter holt ihre Tochter trotzdem aus dem Krankenhaus und verlangt von ihr fröhlich in Hunderte von Kameras zu grinsen? Es war meine Entscheidung, nicht ihre. Aber du erkennst doch den Unterschied gar nicht mehr. Sonja, ich verstehe ja, dass du deiner Mutter imponieren willst, dass du ihr beweisen willst, wozu du in der Lage bist. Aber willst du dafür dein Leben riskieren? Will deine Mutter das? Wie wär's, wenn du mal ganz ehrlich wärst? Du und dein toller Freund, ihr habt groß versprochen, dass ihr mir hilft, dass ihr auf mich aufpasst. Und was ist passiert? Sonja! Lass mich in Ruhe, Ecki. Lass mich und meine Mutter von jetzt ab einfach in Ruhe, okay? Wir beide sind hinten. Ja, prima. Okay. Hallo, Anna. Glaubst du wirklich, Rolf Blank taucht hier auf? Wenn nicht hier, wo sonst? Außerdem habe ich so freien Eintritt zur Modenschau. Wie, du kommst da umsonst rein und ich? Oh. Und? Sie macht uns dafür verantwortlich, dass wir Rolf Blank nicht rechtzeitig gestoppt haben. Vielleicht hat sie sogar recht. Was hast du denn jetzt vor? Willst du jetzt etwa doch helfen, ihn zu suchen? Ecki, wahrscheinlich suchen wir jemanden, den Britta Konrad gar nicht finden will. Na komm mit. Was zum Teufel war so wichtig, dass du es mir nur unter vier Augen sagen wolltest? Ja. Frag mich nicht, wie ich das bekommen habe. Weißt du eigentlich, wie pervers du bist? Eigentlich interessieren mich gar nicht so sehr die Haare. Vielmehr sind es die Wurzeln. Und an den Wurzeln kleben Zellen. Und mit den Zellen lässt sich die jeweilige DNA analysieren. Was du in deiner Freizeit machst, das interessiert mich nicht, die Bohne. Du solltest doch die DNA von diesem immer noch unbekannten Typen analysieren. Ja, leider ist mir dabei ein kleines Malheur passiert. Das ist ja ekelhaft. Nein, du solltest mir dankbar sein. Denn als ich versehentlich Sonja Konrads DNA mit der unserer Wasserleiche verwechselt habe, was habe ich da entdeckt? Na? Ja, Springer? Ich wollte ihr nicht wehtun. Ich wollte nur mit ihr reden. Herr Blank, wo sind Sie? Ich weiß, es war ein Fehler, meine Frau mit Sonja zu betrügen, aber ich hab doch nie jemanden umgebracht. Ja, das verstehe ich. Aber darüber können wir reden. Sagen Sie mir, wo Sie sind, Herr Blank, bitte. Sie glauben mir nicht. Warum sollten Sie auch? Was da alles im Fernsehen gesagt wird und im Internet, und da muss ja irgendwie was dran sein, stimmt's? Herr Blank, das kann man klären. Sie müssen mir sagen, wo Sie sind. Ich liebe meine Frau. Ich liebe sie. Aber wenn selbst sie mir nicht mehr traut, dann... Herr Blank. Scheiße. Frau Schulz. Was wollen Sie denn schon wieder hier? Die Schulden Ihres Lebensgefährten. Könnte es sein, dass Peter Konrad die doch selbst bezahlen wollte? Ach. Und womit? Mit dem Geld, das seine Tochter verdient hat. Ja, er muss doch irgendwann mal über Sonjas Erfolg gesprochen haben. Worauf wollen Sie hinaus? Hat er da etwa abkassiert? Na, vielleicht wollte er das. Hat er irgendwann mal was erwähnt, womit er seine Ex-Frau unter Druck setzen könnte? Ja, hatte er vielleicht irgendwas gegen sie in der Hand? Keine Ahnung, ich hab's Ihnen doch schon gesagt. Vor einem halben Jahr war das Arschloch von einem auf den anderen Tag plötzlich weg. Was machen Sie denn schon wieder hier? Overbeck, Krieg um Münster. Wollen Sie jetzt etwa auch noch von mir wissen, wo Peter ist? Nein. Ich weiß, wo er ist. Rolf? Siehst wunderschön aus. Ich verschwinde noch mal kurz und dann können wir los, okay? Okay. Sonja? Sonja? Fahren Sie bitte. Na los, fahren Sie schon. Niemand mit mir. Hast du mich verstanden, Britta? Niemand! Sonja ist bestimmt schon unterwegs. Sie ist aber schon jetzt zu spät! Das war ihre letzte Chance. Hörst du mich? Ihre allerletzte! Felix, bitte. Du hast zu mir gesagt, du bringst dein blödes Bike unter Kontrolle. Nicht mal das bringst du hin! Du bist erledigt. Hörst du mich? Du und deine blöde Tochter. Ich werde dafür sorgen, dass ihr nicht mal als Putzfrauen arbeiten werdet. Scheiße! An der Rezeption hat man mir gerade gesagt, dass Sonja vorhin in ein Taxi gestiegen ist. Aber das Taxi ist noch nirgendwo angekommen. Ich werde in der Zentrale nachfragen. Overbeck, hören Sie zu. Wenn sich dieser Fotograf meine Tochter jetzt doch noch geschnappt hat, dann... Dann tragen Sie die Verantwortung dafür. Ihr Ex-Mann wurde vor 6 Monaten erschossen und seine Leiche in einem Waldsee versenkt. Höchstwahrscheinlich war die Tatwaffe sein eigener Revolver. Komischerweise dasselbe Kaliber, mit dem auch Ihr Assistent erschossen wurde. Davon weiß ich nichts. Wir beide unterhalten uns jetzt mal auf dem Präsidium. Warum das denn? Weil Sie uns in Bezug auf das Stalking Ihrer Tochter angelogen haben? Weil Sie alles dafür getan haben, um den Verdacht auf Rolf Blank zu lenken? Solange ich nicht weiß, wo meine Tochter ist, komme ich nirgendwohin mit. Ja, Springer. Chef, wissen Sie, wer am Steuer dieses Taxis sitzt? Die Frau von Rolf Blank! Ach. Laut GPS der Funkzentrale ist der Wagen auf dem Horstmarer Landweg Richtung Diefenbeck unterwegs. Scheiße. Soll ich dann die nächste Streife hinschicken? Ach, Overbeck. Oder soll ich vielleicht selber fahren? Was? Nein. Na gut, dann die Streife. Wo sind die hin? Frau Konrad! Ich wollte nur schnell meinen Mantel aus meinem Zimmer holen. Ja, was auch sonst. Das auch illegal. Auf jeden Fall. Was gucken Sie denn so? Sie haben doch gar keinen Grund, traurig zu sein. Wie wollen Sie das denn wissen? Sie sind doch dieses Model mit dem perfekten Körper. Die ganze Welt liegt Ihnen zu Füßen. Mein Mann auch. Lassen Sie mich da vorne bitte raus. Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie anrichten? Mit Ihren Fotos und Videos? Wie Sie sich zur Schau stellen und sich angaffen lassen. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich sofort raus. Und dann fangen Sie einfach was mit meinem Mann an. Nicht, weil Ihnen was an ihm liegt, sondern einfach so, weil Sie Spaß haben. Weil Sie Spaß haben, wie leicht Sie ihn rumkriegen können, so wie Sie alle anderen auch rumkriegen. Und die Folgen davon sind Ihnen egal. Er wollte Geld. Immer mehr Geld. Warum sind Sie nicht zur Polizei gegangen? Weil Peter gedroht hat, sich dann an Sonja zu rächen. Schon eine einzige Narbe in ihrem Gesicht wäre fatal gewesen. Und als ich ihm das letzte Mal Geld gegeben habe, da war es einfach Glück. Glück? Sein Revolver steckt in seiner Tasche. Ich musste ihn nur herausnehmen und... Aber Sie haben ihn nicht allein im See versenkt. Dabei hat Mark Ihnen geholfen. Und den haben Sie dann auch erschossen. Meine Tochter ist mein Leben. Verstehen Sie das nicht? Das war alles nur ein Missverständnis. Ich will gar nichts von Ihrem Mann. Aber er war verrückt nach Ihnen. Er hat alles kaputt gemacht, ihretwegen. Was machen Sie? Was haben Sie vor? Halten Sie an! Halten Sie an! Halten Sie an! Halten Sie an! Nein! Nein! Da vorne! Kümmerst du dich? Ja. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Wir brauchen Krankenwagen! Sonja! Lassen Sie mich mal ran da. Sonja? Sonja? Sonja! Oh Mann. Ist gut. Ist alles gut. Sometimes I think that it's better